Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Das schwankt ja eure Drachensagen. Endlich mal normale Frisur mit Kappe. Ich habe ganz abgescherte Haare. Naja, Irokesenschnitt halt, aber ja, braucht ihr jetzt nicht sehen. Habt ihr außerdem, glaube ich, eh schon gesehen. Leute, wir sind hier im Ados Anwesen und haben ja eine neue Quest bekommen. Die möchte ich mir erst einmal genauer durchlesen, ne? Die Magdalenata triff Aidan am großen Platz. Die Amazone Aidan war Gast in meinem Haus und es stellte sich heraus, es reimt sich, dass sie mit Rolana hinter einer Gruppe von dunklen Amazonen her ist, die Magdalenata genannt werden. Super. Aidan wartet in Grafenstadt am großen Platz. Na, passt. Auf mich und beobachtet die Taverne, in der sich die Magdalenata eingenistet haben. Rulana und ich werden sie aufsuchen, sobald wir bereit sind, dieser düsteren Meute gegenüberzutreten. Ist okay, oder, Leute? Also das ist die neue Quest, die wir haben. Entschuldigung. Ja, diese Sitzung ist noch ganz jung. Und dauert sicher noch einige Zeit. Ich schätze mal sogar bis zur Folge 130. Schätze ich einmal. Gut. Also, Steckbrief Ronquia. Weg da. Tagebuch Pensucolos. Brauche ich im Moment nicht. Feuermoos, Alkohol rein. Zaubertrank, Pastillen der Ausdauer, Drachenblut. Die ganzen Blätter mal. Quellwasser, Gulmunde. Nö, das war jetzt Fehler, dass ich Gulmunde reingegeben habe, Leute. 100 mal Gulmunde nehme ich mir gleich wieder. 100 mal Quellwasser rein. Ja, Waffenbalsam wäre cool, wenn ich das behalten würde. Heiltrank. Concinis, Giftzahn, Mundpulver, Krötenschimmel. Ich werde alles, was wir im Moment jetzt überhaupt nicht brauchen, hier reingeben. Hojojojojo, Blattgold, Quellwasser. Ich brauche das Quellwasser jetzt überhaupt nicht bei mir. Gulmontee 100 Mal. Werde ich die 33 Gulmonte hier reingeben. So, wertvolle Goldkette gebe ich auch da rein. So, damit ich ja endlich wieder mal ein bisschen besser Lehrer bin. 12 Pfeile werde ich mal ablegen. Malgoras Ansprache. Was sind das? Aha. Gebe ich rein einmal. Leute. Gulmontblatt, Quellwasser, Sehnen, Pfeilspitzen, Lederbänder. Ja, alles, was ich jetzt quasi nicht auf der Seite brauche. Also hier in meinem Inventar bei den Leuten. Geschichte, ja, das gebe ich weg. Geschichte, Jap-Kurs. Kriegspfeile, Kriegsbolzen, Eibenholz, Fussel. Drei Handeln gebe ich rein, die brauche ich jetzt nicht extra auf der Seite. Pfeilspitzen, Gänsefedern, Quellwasser, Ulmenholz. Heiltrank, brauche Waffenbalsam. Lasse ich mir einbeeren. Ebenfalls Wundpulver, Alraunepulver, Salbenfett, Finage, Sehnen. Geschärftes Wurfbeil. Lasse ich mir aber noch. Wurfdolch, Wurfmesser. Was ist besser? 1W und 1W plus 0. Ein W plus 1. Wurfmesser gebe ich da rein. So. Wurfdolche lasse ich auf jeden Fall noch. So, wo hat der Vorgrim seine Sachen? Hier. Bolzen. Ja, ich habe 1, 2, 3, 400 Bolzen. Ich werde ihm auch mit der Armbrust schießen lassen. Das ist klar. Ausdauertrank lasse ich im Schleifstein. Ebenfalls noch die Einbeeren gebe ich rein. Wirselkraut, Quellwasser, rostige Nägel, Kulmontee braucht er jetzt nicht auf der Seite. So, fertig. So, jetzt haben wir alles abgelegt, was eigentlich zum Ablegen ist. Wir sind eigentlich schon wieder gut gelehrt jetzt. Verbände haben wir noch richtig viele. So, wir sind ja nicht gut gelehrt. Pfeile hat sie so viel, Leute. Die Rulana. Ja, eigentlich cool, ne? Ja, Wurfdolche. Ich werde da ein bisschen Ordnung schaffen, denn Ordnung muss sein, Leute. Rüber, da fertig. Und der Vorgrim wird auch noch ein bisschen Ordnung schaffen hier.
Die Armbrust. Ah, okay, das geht nur zu. Okay. So. 5. Und darüber. Passt. Somit. Ja, haben wir schön geordnet. Und wir gehen's an, Leute. Wir gehen raus. Und ich würde mal vorstellen, wir gehen jetzt trotzdem nach Fuhrmannsheim. Ist mir egal. Wie viele Dukaten? 206 Dukaten haben wir. So, was kann uns der liebe Rakorium noch erzählen? Ich habe es schon vernommen. Ihr habt den Unholden der Geschubten Beine gemacht. Ja, ja. Oh mein Gott. Aber noch wichtiger super ist, dass der Tempel das heilige Buch der Schlange wieder innehat. Ja, natürlich habe ich ihnen gebracht. Eure Magnifizienz. Dürfte ich euch noch was fragen? Erzählt mir von der Vergangenheit. Entschuldigt, aber ich kann mich nicht erinnern an mein Haus. Ich denke, ja, passt. Ja, fertig. Was kannst du mir erzählen, Nottl? Schön, euch zu sehen. Meister Rakorium ist immer noch in seine Forschungen vertieft. Das ist logisch. Fortschritte. Gibt's Fortschritte? Okay. Okay, viel Glück beim Forschen. So, wir gehen jetzt mal nach Fuhrmannsheim. Weil ich möchte nämlich jetzt schauen, dass ich jetzt einkaufen gehe. Ich will das machen. Leute, es interessiert mich nicht, ob das jetzt langweilig wird oder nicht. Ich mache es einfach, weil ich brauche Ausrüstung. Ich habe schon einmal erwähnt, ich bin unzufrieden. Ich bin richtig unzufrieden mit meiner Ausrüstung. Nö, geht nicht. Das heißt, wir werden mal nach Fuhrmannsheim gehen. Ich glaube, das sind wir sogar richtig, wenn wir jetzt da nach links gehen, glaube ich. Ja, schätze ich einmal. So, Tanzbärenzottel. Ja, den kann ich, den Tanzbärenzottel kann ich nicht machen, Leute. Ugternhafen, nö, falsch. Weil der Tanzbärenzottel, Holzfass da drüben versteckt. Der Tanzbärenzottel, bei dem brauche ich Sanftmut. Und das bekomme ich nicht, weil ich nicht den Charakter für das Sanftmut habe. Das ist elfisch. Sanftmut kann nur ein elfischer Charakter haben. Deshalb kann ich die Quest vergessen. Grafenstadt. Ja, Ugternhafen schätze ich mal hier. Fuhrmannsheim, Entschuldigung. Ja, Fuhrmannsheim. Gehen wir mal nach Fuhrmannsheim. So, also, was ist mein absolutes Lieblingsspiel? Das schwarze Auge Drakensang. Es ist so. Und Drakensang am Fluss der Zeit. Alle beide. Gleich. Also ich spiele das so gerne. Also ich habe so viel vorproduziert schon jetzt. Ja, wir sind in Fuhrmannsheim. Wir müssen auf jeden Fall einmal unbedingt jetzt einen Händler finden. Nö, Ugternhafen brauchen wir nicht. Da ist kein Händler, kein ordentlicher. Betrunkener. Oh Gott, Leute. Gar nicht gewusst, dass es noch in Pferdok Quests gibt. Was haben wir da? Da ist ja auch einer. Betrunkener Schleichte. Schwarzauge. Oder brauchen wir nicht. Da haben wir zum Beispiel einen Händler. Ich möchte mit den ganzen Händlern mal reden. Da ist ja keiner da. Aber verschlossene Truhe. Leute. Alles klar. Ah, super. Cool. Ja. Misslungen. Ist doch klar. Alle guten Dinge sind drei, Leute. Ich warte. Mein Kaffee ist schon wieder alle. Das ist eigentlich erst der dritte Kaffee, den ich heute trinke. So. Ja, ich möchte auf jeden Fall das noch erledigen mit den Amazonen. Quasi Amazonen, die ihre eigene Gottheit haben, quasi. Also eigene Anbeter, na. So. War das jetzt schon das dritte Mal? Ja, egal, mach noch einmal. Misslungen. Gut, dann werde ich Haarnadeln benutzen. Habe ich eh genug. Ja, ich habe die ganzen Kräuter mal rausgetan, ihr habt das eh gesehen, weil ich derweil jetzt nichts im Labor mache. Und Schmieden und keine Ahnung was, da warte ich noch ein bisschen. So, misslungen, na top, ist ein Wahnsinn. Der Vorkrim, ja, ich brauche neue Ausrüstung. So, weiter geht's. Ich hoffe, dass wir es jetzt öffnen können. Nee, geöffnet. Na bitte, rein mit der. Ulmenholz, Zunderschwamm.
Super, haha. Okay. Da ist kein Händler. Ja, da oben schaut so aus. Ich brauche auf jeden Fall einen, ja, Händler, der Rüstungen verkauft. Das muss doch in Fuhrmannsheim irgendjemanden geben. Krämer Holdocht. Ja, was hast du? Nur gucken! Also, was hast du? Nö, der hat doch gar nichts Ordentliches, Leute. Eine milde Gabe. Bettler. Heller für einen armen Mann? Ja, weil ich gerade gut drauf bin. Habt ihr einen Heller übrig? Einen Heller kann ich wohl entbehren, hier. Habt ihr mir auch etwas mehr zu geben? Man soll den Heller ehren, soll sich das Geld vermehren. Mehr gebe ich nicht. Tretet näher. Doch Fische. Sicher nicht, ich hab dir gerade einen Heller gegeben, du Sack. Fischverkäuferin Strunkler. Fische, frische Fische. Was hat sie? Kann nicht nur Fische. Ja. Magisches Amulett? Pff, 27 Dukaten, Leute. Okay. 27 Dukaten magisches Amulett. K.O. plus 1. Traue ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht kaufen. Ja, du hast ja nichts Besonderes für mich. Fische hast du keine, bist aber eine Fischverkäuferin. Fische, super, echt. Fische. Gib doch noch eine Münze. Flusskarpfen, Anbarsche, Plätzen, nicht so aus, als mag die am Hunger. So was findet ihr hier? Seid doch nicht so. Tretet näher. Ja. Fische, Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefahren. Da ist ein Schmied. Hast du Ausrüstung, Hufschmied? Der Schmied von Fuhrmannsheim steht euch zur Verfügung. Was hast du? Schmieden, habe ich schon. Vorgrim kann schmieden. So. Der Schmied von Fu. Ich möchte sehen, was du im Angebot hast. Ah, der gar nichts, Leute. Der hat nur Schmiedeausrüstung. Ich brauche keine Schmiedeausrüstung. So. Nein, ich gebe dir kein Geld mehr, du Saftsack. Habe dir schon eine Helle gegeben, das reicht. Das sagt einer, der 206 Dukaten hat. Ich bin geizig, Leute. So, irgendwie. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Du lauf mir nicht hinterher, da ist noch immer das Blut. Gib doch noch eine Münze. Du verschwinde. Sieht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Das ist doch lächerlich, der Mann. Noch drin sein. So, da waren wir schon. Ja. Muss weiter rein in die Stadt hier, ne? Und da gehen wir am besten so rein. Ich will eine Ausrüstung, eine ordentliche. Kann ja nicht sein. Und ich rede von Ausrüstung, was hunderte von Dukaten kostet. Also wirklich top Ausrüstung. Also top. Wirklich eine super Ausrüstung. Gittertor verschlossen. Da? Ist da jemand? Gib doch noch eine Münze. Sein. Nö, da war ich doch schon. Verschwinde, du Bettler! Seid doch nicht so. Ein Heller wird doch noch drin sein. Ich hab dir schon einen Heller gegeben, das reicht. Wahnsinn! Ja, ich glaube. Also, ich glaube, wir werden. Was ist da? Feuerfliegenei. Was macht da ein Feuerfliegenei, Leute? Fische, Fische, Fische. Jetzt bin ich schon wieder da am Marktplatz. Flusskarpfen. Gibt's ja nicht. Plätzen, schon wieder diese komische. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Tretet näher. Nachbarzwiebel. So, also da gibt es jetzt nicht wirklich viel. Weiß nicht. Keine Ahnung, ich möchte Ausrüstung haben. Ich will nicht mit dieser Ausrüstung, die ich jetzt gerade trage, möchte ich auf jeden Fall
sicher jetzt nicht ins neue Gebiet dann gehen. Aber jetzt machen wir sowieso zuerst die Amazonen-Queste. So, ich speichere mal. Ah ja, genau. Neuer dezidierter Speicherstand. 7. So. Bevor es abstürzt. Weil letztens ist es ja abgestürzt. Entschuldigung, mein Sohnemann kam gerade rein. Ganz verzweifelt, der arme Kerl. Mich was unbedingt was fragen müssen gerade. Aua. So, da können wir zum Fürstentum Kosch. Da brauchen wir jetzt nicht hin. So, ja, gehen wir mal darauf. Ja, ich weiß es nicht, warum. Es nicht weiter in die Stadt reingeht. Da oben, ne? Ja, natürlich. Was haben wir da? Da haben wir Amboss, Schufschmidt. Da waren wir doch schon. Was haben wir da? Krämer Holdocht, Fischverkäuferin. Nö. Leute, es ist egal. Ich werde auf jeden Fall jetzt das mit Fische, der Queste angehen. Größer ist das hier nicht, oder was? Nö. Ja, ich habe keine Ahnung. Es muss doch irgendwo Ausrüstung geben, Leute. Ich verstehe es einfach nicht. Truhe verschlossen. Dann nehme ich den mal an. Ich nehme jetzt gleich die Haarnadel. Du marschier weg jetzt, Bettler. Jetzt seid doch nicht so. Ja, ich bin aber so. Boah, der nervt der Bettler, Leute. Echt jetzt. Gebt doch noch eine Münze. Fische, Fische, sieht nicht Fische. So aus, als nagt ihr am Hungertuch. Flusskarpfen, Anbarsche, seid Plätzen. Doch nicht so. Ah, Leute, der nervt. Doch so, mal rauf hier. Ein paar Humbenholz oder sowas. Sturmhaube und dunkle Lederhose. Was ist? Sieht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Ist schon wieder meine Katze drin. Seid doch nicht so. Ja. Und du bist schon wieder drin und bist schon wieder raus. Warum, wenn du eh raus willst, liebe Katze, Katze, Watze, warum bist du dann reingekommen? Jetzt seid doch nicht so. Jetzt ist die Türe zu. Und jetzt jammert die Katze, dass sie. Also jetzt jammert der Kater, dass er wieder raus will. Leute. Ja, wir gehen jetzt einfach mal weg. Wird doch noch drin. Also ich finde da jetzt keinen Schmied überhaupt nicht irgendwo, der ist wirklich Top-Ausrüstung verkauft. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja in Ferdok keine Top-Verkäufer. Lauter Feuerfliegeneier. Irgendwie schreit es nach einer Queste oder sowas. Mein Kaffee ist alle, Leute. Das geht ja gar nicht. So. Ugdanhafen haben wir auch, was ich weiß, keinen Top-Händler. Naja, egal. Top-Händler, Super-Händler halt. Wo man wirklich sagt, das ist eine super Ausrüstung. Das brauche ich. Weil ich habe über 200 Dukaten. Also da könnte ich mir sicher schon was Gutes kaufen dafür. Aber egal. Spar ich halt. Leute. So, wir gehen jetzt zur Grafenstadt auf den Grafenstädter Platz. Habe ich das richtig gesagt? Cool, Leute. Cool. Also, 122er Folge haben wir jetzt. Und die ist auch gleich vorüber. Und wir werden es dann in der nächsten Folge angehen. Mit der nächsten Queste. Rulana und die Ayana. Oder wie heißt sie? Ayan oder Ayana. Da werden wir das auf jeden Fall jetzt machen. Aidan, genau, Aidan. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir werden sowieso noch skillen, bevor wir es angehen. Wir haben ja einiges an Erfahrungspunkte. Das killen wir auf jeden Fall noch alles hoch, was geht. Logisch. So, der Vorgrim hat aber am wenigsten. Den habe ich schon geskillt. Ja, der hat fast gar nichts, der Vorgrim. Also den brauche ich gar nicht skillen.
Ja, gleich kommst du raus. Ja, liebe Leute, das war's aber schon mit dieser Folge, würde ich mal sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage Game Over, bis zum nächsten Mal. Und ciao.